Die Alte ist verrückt, ich sag's doch immer wieder. Unserem neuen Video. Gardasee im Hintergrund, Sonne scheint, seid aber nicht zu neidisch. Jetzt ist es mega, aber in der Früh ist es bitterkalt. Und ja, heute machen wir was richtig Cooles. Wir fahren jetzt Bregasina rauf, dann gibt es erstmal Ham da oben. Essen. Genau. Da oben. Da oben. Und dann geht es weiter auf den Passo Roqueta. Diesmal tatsächlich über das Trailstück, so wie es der Moser damals schon empfohlen hat. Aber nur, weil wir mit dem E-Bike natürlich den Trail fahren können. Uphill Flow sozusagen. Aber apropos Moser, du bist doch viel zu jung. Den kennst du doch gar nicht mehr. Du kennst ja nur noch digitale Sachen. Ja, klar. Ich mit meinen 13 Jahren. naja, genau. Und dann auf jeden Fall geht es einen richtig krassen Trail mit mega Aussicht, zum Teil über den See, auch zum Teil mit echt krasser Absturzgefahr, wieder runter. Mehr wollen wir jetzt erstmal gar nicht verraten, oder? Nee, und was kochen wir heute Abend oder gehen wir essen? Schauen wir mal. Entscheiden. Nein, sag. Jetzt. Chili. Dann kochen wir heute Abend Chili con carne. Hier ist gerade mega fein, so ein bisschen windgeschützt. Und echt angenehm. Die Steine sind so aufgewärmt von der Sonne. Ja, das stimmt. Und die Aussicht hier, seitdem das neu ist, ist ja fast noch besser. Also sieht halt jetzt richtig edel aus, finde ich. Am Limit, was tut man nicht alles fürs Video. Aber man muss wissen, da wo die Leute stehen, ist die Aussicht meist gut. Ja. Ja, alte Militärwege rauf. Und dementsprechend natürlich umso beeindruckender. Hast schon Hunger? Ja, und wie? Ah, Hunger, Nudeln. Ciao. Ah, ja. So kann man den Nico scheuchen. Erst essen, dann Radfahren. Die Haare im Salat. Haare im Salat? Der Zopf war gerade. Ach so. Hauptsache essen. Und wir haben noch jemanden aufgegabelt vom Camp. Stell dich mal vor. Ja, ich bin Mike. Und wir haben uns beim Camp kennengelernt, schon vor 2 Jahren das erste Mal. Ne? Ja. Und jetzt kommt Spaghetti Carbonara. Spaghetti Carbonara. Haben wir nicht gelernt, immer rufen, wenn es gut klingt. Der Heli hatte nichts mit uns zu tun, wir sind nur ganz schön erschrocken, als der direkt bei uns gelandet ist. Der hat aber irgendwie nur einen Zwischenstopp gemacht und für uns ging es wie angekündigt dann auf den Passo Roqueta. Diesmal mit den E-Bikes über den Trail rauf. Nico konnte um einiges mehr fahren wie ich. Ich musste das echt noch ein bisschen üben. Aber wenn man voll in Schwung ist, dann läuft es teilweise richtig gut. Nur man muss wirklich da auch aufpassen, dass man genug Gewicht nach vorne bringt, vor allem bei so Absätzen. Ansonsten bleibt man auch ganz gern mal hängen und das Vorderrad steigt auf. Und dann geht natürlich nichts mehr. Petra am Fluchen und ich bin hochgekommen. Ich wollte filmen, wie du fährst, wie ich. Oben sind wir dicht bis nach Sirmione. Support in Mordsaussicht. Ja. Krasser Wind allerdings leider, deswegen ist es heute auch echt kalt. Und dementsprechend geht es für uns jetzt direkt ab in den Train. Und der ist schon hier hinter mir. Jetzt doch noch mal vom ganz vorne. Wetter traumhaft. Da unten natürlich Limone, gegenüber Malcesine und hinten jetzt noch ein bisschen mehr im Dunst Sirmione.
Und damit ging es dann auch wirklich ab auf den Trail. Ich hatte gar nicht mehr ganz auf dem Schirm, dass man sowieso quasi bis nach vorne queren muss und der Trail dann erst vorne nach links runter geht. Ich dachte, der kreuzt quasi schon früher weg, aber nein, man fährt bis vor, wo die tolle Aussicht ist am Paso Roqueta und dann geht er ab in den eigentlichen Trail. Und von dem her haben wir uns natürlich noch den zweiten Aussichtsschwenk gegönnt. Ja, wie schon anfangs erwähnt, es sind einige Stücke mit Absturzgefahr dabei, also schwindelfrei sollte man auf alle Fälle sein. Der Blick hier ist geil. Die Alte ist verrückt, ich sag's doch immer wieder. Oh, yeah.
ein gutes Stück weiter unten kommt dann die zweite Stelle mit unglaublich krasser Aussicht über den See. Das heißt Punta La Ricci. Ich würde es euch jetzt nicht direkt nahelegen, diesen Weg zu fahren, weil er wirklich gefährlich ist. Eindrucksvoll ist er aber außer Frage. Dass es da auch durch die Tunnel durchgeht und eben der Blick auf den See, wirklich, wirklich wunderschön. Ja, was soll ich sagen, vielleicht wenn ihr nicht ganz so bike-affin seid, sowas mit dem Rad zu machen, eventuell ist das ja sogar mal was, um wandern zu gehen, weil dieser Weg wirklich richtig cool. Oder ihr fahrt einfach mal auf, geht Punta La Ricci rüber, macht ein, zwei Fotos und dann eben wieder die normale Straße zurück. Da gibt es einige Möglichkeiten, wenn man diesen Blick trotzdem erleben möchte, auch ohne den Trail. Thank you.
geil! Geil, sehr schön! Nachdem wir von der Straße wieder in den Trail eingebogen sind, ist es der Trail vom alten, naja, besser gesagt zum alten Punale Hotel. Das hat ja den Nachteil, dass man dann durch die zwei Tunnel zurücktreten muss, wo man auf jeden Fall Licht dabei haben sollte, am besten auch noch eine Warnweste. Aber der Weg an sich ist für mich ein echtes Highlight und lohnt sich auf alle Fälle. Hier hoffe ich einfach, dass der Radweg bald weitergebaut wird, sodass man nicht mehr durch den Tunnel durch muss. Und hier gibt es schon einen kleinen Vorgeschmack aufs Bike-Festival. Gibt es natürlich dann auch ein Video von uns. Aber mein Video. Ist es so? Na klar. Dann machen wir. Es ist ja schon nicht mehr ganz so lange hell, aber dementsprechend haben wir sowas wie Abendrot über dem See. Das Versprechen vom Morgen wurde eingehalten. Hier wird schon fleißig Chili gekocht. Ich werde gezwungen dazu. Ja, ja, natürlich. Ich habe Ketten in der Hand, ihr seht sie. Ein Räubertopf.